Für 2014 haben wir eine sehr, sehr positive Erwartung. Das heißt, auch wir als junge Unternehmer wollen mehr Arbeitsplätze schaffen. Zwei Drittel der Unternehmer gehen davon aus, dass das operative Geschäft wächst. Und schlussendlich wollen wir dadurch auch mehr Arbeitsplätze schaffen. Und das ist wirklich ein schöner Ausblick. Die komplette Deflexibilisierung des Arbeitsmarktes, die angesprochen wird, Konzepte wie der Mindestlohn, Frauenquote, aber auch eine Beschränkung der Zeitarbeit und der Werkverträge, sehen wir als gefährlich an. Das Thema Generationengerechtigkeit kommt weder im Koalitionsvertrag vor, noch haben wir das Gefühl, dass wir da überhaupt vertreten sind. Es wird viel Klientelpolitik betrieben. Die Rente mit 63 ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Wir sind die einzige Stimme, die es in Deutschland gibt, die eben die jungen Unternehmerinteressen vertreten, Interessen wirtschaftlicher Art, und wir tragen es direkt an die Politik heran. Wir gehen mit den Politikern ins Gespräch und wir versuchen einfach, unsere Interessen dort zu positionieren, wo wir auch Stellschrauben haben.